Ja, Glückwunsch. Danke. Bei den Profis, Fußballer des Jahres, Marvin Plattenhardt. So. Ja, es ehrt mich natürlich sehr, dass ich diesen Preis entgegengenommen habe. Natürlich, ich habe auch schon vorher gesagt, vielen Dank an die ganzen Wähler, die mich hier gewählt haben und die Stimmen gegeben haben. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich hier wohl in Berlin. Hertha ist natürlich ein super Verein. Ich glaube, den habe ich auch sehr viel zu verdanken. Und natürlich, ohne die Mannschaft hätte ich diesen Preis auch nicht bekommen. Wahnsinns gute Entwicklung genommen, nicht? Als sie nach Berlin kam, wie viele Jahre ist das her? Sommer 2014 bin ich hierher gekommen. Und jetzt Nationalspieler. Also, das ist ja enorm, weil Hertha verdient Nationalspieler und die Mannschaft profitiert mit Sicherheit auch davon fürs Image. Was wird denn künftig? Ja, natürlich. Klar geht es nur die Folge oder jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt Nationalspieler, geht natürlich nur über den Verein und die Mannschaft. Ich glaube, das haben wir uns die letzten Jahre hart erarbeitet und natürlich bin ich auch sehr stolz, dass ich mein Debüt gegeben habe und beim Confed Cup dabei gewesen zu sein. Aber wie gesagt, ich muss jetzt meine Leistungen bestätigen während der Saison im Verein und möchte mich natürlich weiterentwickeln und dann lasse ich alles auf mich zukommen. Sie müssen immer weite Wege gehen, nicht? Und dann noch präzise Flanken. Das ist eintrainiert und wird sogar noch auch weiterentwickelt. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, die Position, da muss man die Wege gehen. Nach vorne muss man sich mit einschalten. Ich glaube, das haben wir letzte Saison ganz gut hinbekommen. Natürlich bin ich noch nicht der Älteste, kann mich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, an meinen Schwächen arbeiten. Und ich glaube, da bin ich hier ganz gut aufgehoben. Ich habe mitbekommen, heute erster Arbeitstag in Bad Zaro natürlich noch frei gehabt, aber jetzt geht's bald nach Österreich, ne? Ja, wie gesagt, ich habe mich heute gefreut, wieder in der Kabine gewesen zu sein. Ich habe dort meine Leistungstests erledigt und ja, ab morgen geht's dann wieder ganz normal los. Und wie gesagt, demnächst geht's dann nach Österreich ins Trainingslager, dann fallen wir noch an kleinen Dingen. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf die Saison und es kann endlich losgehen. Sie sind kein großmundiger Spieler, aber verraten auch nicht, wie Kolor ich möchte Meister werden. Sagen Sie doch mal Ihre Einschätzung zur neuen Saison. Wie geht's denn? Ja gut, ich habe vorher schon angesprochen, dass jetzt die Dreifachbelastung ist natürlich diese Saison. Wir haben gute Verpflichtungen getätigt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr stabil und wie gesagt, wir haben noch einige Wochen, uns auf die Saison, auf die anderen Wettbewerbe vorzubereiten. Aber ich kann jetzt auch kein Fazit geben, auf welchem Tabellenplatz wir am Ende stehen. Wir wollen auf jeden Fall die letzte Saison auf jeden Fall bestätigen und wollen wieder dort oben mitspielen. Und ich glaube, das macht dann für ein Spiel auch mehr Spaß, wie wenn man unten zum Abschied mitspielt. Gut, nochmal letzte Frage. Ich habe gelesen, demnächst wird vieles verteilt. Nicht nur Paul Dardai, sondern 7 Assistenztrainer sind aufgeboten. Und man hat sich sicherlich viel vorgenommen, aber das internationale Geschäft dürfte doch wieder drin sein. Ja, ich denke, mit den Trainerverpflichtungen oder wie auch immer, ist die Sache vom Verein, die Verantwortlichen haben da bestimmt schon ihren Plan. Natürlich war heute mein erster Tag wieder bei Hertha. Ich glaube, da werde ich die nächsten Tage oder Wochen noch bestimmt mehr Infos bekommen über das Allgemeine. Aber ich glaube trotzdem, wir müssen uns jetzt wieder gut vorbereiten und dann wird es auf jeden Fall eine positive Saison.